Damit seid zurück hier zu Mass Effect Andromeda. Wie schon gesagt, ich gehe jetzt auf die Hauptmission zu. Da kann ich euch mal kurz zeigen, wie die Hauptmission eigentlich ausgewählt wird. Also zum Beispiel hier haben wir ja die erste Mördergeschichte. Ist kein Thema, könnte ich jetzt einfach mal auch aktivieren. Und zusätzlich die, oder gar nicht, die Prioritätsmission. Schade. Dass man nicht mehrere Missionen irgendwie dann an aktivieren kann. Ich muss jetzt erstmal nur gucken, wie ich anscheinend zu meinem Schiff komme. Um natürlich dann ja auf dem Planeten zu landen. Muss ich eigentlich schon sagen, da freue ich mich schon drauf. Kann ich ja gucken, was es so Neues gibt. Wow, was bist du hier? Hallo Sarah. Oh. Willkommen zurück im Sam-Kern. Ich habe meine Verbindung zu Ihrem Implantat angepasst. So ein Kopfschmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssten etwas Vertrauliches besprechen. Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Okay, was soll diese Heimlichtuerei? Ich verstehe nicht, wieso diese Heimlichtuerei nötig ist. Ihr Vater hielt es für das Beste. Was wollte er vor uns geheim halten? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Das heißt, auf mich? Ja, und nur auf Sie. Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um Ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Alec nannte sie Profile. Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Ihr Vater zog es vor, diese Tatsache für sich zu behalten. Ah, es könnte aber den Leuten Angst machen, ne, wenn sie es wissen. Das kann ich gut verstehen. Die Leute könnten ein falsches Bild bekommen. Supersoldaten, ein Computer, der einen Menschen kontrolliert. Der den Menschen verbessert. Es ist eine symbiotische Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Was hast du davon? Obwohl ich künstlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist. Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Wow. Würde es weh tun? Okay, verstehe. Aber es tut doch nicht weh, oder? Der einzige Schmerz wird durch das Leben verursacht. Wie ich festgestellt habe, kann er eine wichtige Lektion sein. Die ich mir allerdings gerne ersparen würde. Also, wie geht's jetzt weiter? Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen Ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft. Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. Ja, das sehe ihm ähnlich. Aber es geschah nicht planlos. Je mehr Fortschritte Sie als Pathfinder machen, desto mehr Blockierungen werden entfernt. Sie sollten vielleicht in den Quartieren Ihres Vaters beginnen. Und falls Sie keine weiteren Fragen haben, Ihr neues Schiff wartet auf Sie. Danke. Coolio, okay, was heißt das jetzt im Prinzip? Also mit Profilen kann Sam Ryders Implantate umkonfigurieren. Leistungen auf dem Schlachtfeld verbessern. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie A, um es zu aktivieren. Da ich jetzt nichts wählen kann, müsste ich jetzt wahrscheinlich den Frontkämpfer wählen. Jetzt war's das. Investieren Sie in Kampf, Tech und Bio-Fähigkeiten, um mächtige Profile mit verschiedenen Stilen freizuschalten. Drücke B, um zu beenden. Alles klar. Dann drücke ich B, um zu beenden. War's das? Really? Wow, Ihr Vater hat einige Bereiche von Sams Speichermatrix gesperrt, weshalb Sam bestimmte Informationen nicht abrufen kann. Schalten Sie diese Änderung frei. Ist das jetzt eine Mission, oder? Moment. Dann würde ich mal sagen. Okay. Pathfinder, Captain Dunn hat befohlen, außer Ihnen niemanden in die Kabine Ihres Vaters zu lassen. Danke, danke. Können Sie aber natürlich. Ja, ist ja schon klar. Ich bin auch die Tochter. Gucken wir erstmal Bücher an. Gedruckte Bücher?
Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch Entdecker. Cool. Diese Waffen sind mega geil. Die erste Schusswaffe ihres Vaters. Ein Erinnerungsstück an seine Anfangszeit bei der Allianz. Ich wette, sie hat einiges erlebt. Alec erzielte seinen ersten Kampfabschuss während des Erstkontaktkrieges. Als die Turianer noch unsere Feinde waren. Verrückte Zeiten. Oha, muss aber ganz schön lang her sein. Kann ich jedes Mal? Ja, ich kann jedes Mal. Ja, gleich. Also, hier haben wir die Normandie. Jetzt zähl mal davon. Gar nichts? Habe ich hier eingesackt, ne? Okay. Bevor ich das da mache, gucke ich mich noch um. Was ist da drauf, Sam? Die persönlichen Loks ihres Vaters. Mhm. Einige davon sind verschlüsselt. Okay. Gut, allgemeine Loks. Abreise zur Milchstraße. Endlich ist der Tag gekommen. Wir verlassen die Erde. Wir springen zuerst durch einige Portale und igeln uns dann für die lange Reise durch den Orkusnebel ein. Es ist beängstigend, über all die Hoffnungen und Träume an Bord der Hyperion nachzudenken. Ich habe natürlich auch eigene. Ich war nicht der Ehemann oder Vater, der ich hätte sein sollen. Ich hoffe, 600 Jahre können einen Menschen verändern. Okay, ich finde das jetzt interessant. Ich würde mal sagen, wir ziehen uns das erstmal total rein. Und gucken, was passiert. Achso, hat sie wirklich... Also, Moment mal. Eine kurze Frage, vielleicht für jeden, der Mass Effect Fan ist. Taucht der Typ in irgendeinem Teil vor? Auf? Also, ich meine, hä? Sam, das ist eine Erinnerung wegen Dr. Liara Tassoni. Sie ist eine Asari-Archäologin, mit der ich vor einigen Jahren korrespondiert habe. Sie hat Erfahrung beim Studium alter Kulturen. Sorge dafür, dass das Team ihre Forschungsergebnisse bekommt. Sie könnten in Andromeda nützlich sein. Liara Tassoni, ha? Huh? Sie hat die Proteaner studiert. Wenn mein Team und ich Artefakte ausgegraben haben, kam ihre Arbeit immer zur Sprache. Sie hatte einige ziemlich kontroverse Theorien, soweit ich mich erinnere. Hat aber nie größere Wellen geschlagen. Ich habe Dr. Tissonis Forschungsergebnisse auf Datenpads gespeichert. Cool, okay. Hallo Alec, hier ist Dr. Tissoni. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mich kontaktiert haben. Die meisten Wissenschaftler lehnen meine Arbeit ab. Aber ich bin jung und eine Asari. Und die werden älter. Da wollen wir doch mal sehen, wer das letzte Wort hat. Bis dahin überlasse ich Ihnen gerne meine Forschungsergebnisse. Hoffentlich kann Ihr Team etwas damit anfangen. Interessant, interessant. Also ich weiß noch, bei Mass Effect 1 hat sie, glaube ich, auch erwähnt, dass sie verdammt jung ist für eine Asari und ja, dass man so nicht auf sie hört, soweit ich mich erinnern kann bei Mass Effect 1. Hallo Alec, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich muss sagen, bei dem Gedanken, eine andere Galaxie zu erkunden, brummt mir der Kopf. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie jemand so eine Reise überleben kann. Und außerdem könnte ich es nicht ertragen, die Milchstraße zu verlassen. Es gibt noch so viel über die Proteaner, das ich hier zu ergründen hoffe. So viel potenzielles Wissen, das ich anzapfen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Die hat Po gesagt. Okay, ja, ich weiß, der Gag musste sein. Dann würde ich mal sagen, zurück. Abreise Milchstraße hat man, glaube ich. Machen wir den letzten Eintrag. Dann hat eine Erkundungsmission auf Habitat 7 zugestimmt. Ich packe jetzt. Ich mache mir Sorgen um Scott. Dr. Tepero sagt, es sei alles in Ordnung, aber er ist mein Sohn. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Ich hasse es, ihn so zurückzulassen. Das sind diese Augenblicke, in denen du dir wünschst, du hättest deinen Kindern öfter gesagt, dass du sie liebst. Oder überhaupt mal. Und das bringt mich zum schwierigen Teil. Kinder... Falls mir etwas zustößt, gibt es Dinge, die ihr erfahren werdet. Ich hoffe, ihr werdet sie verstehen. Okay. Gut, gibt es noch was, irgendwas Wichtiges? Gut, das sind verschlüsselt, auf ne? Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Gut, gut. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich.
Alles klar, alles was du willst. Dann würde ich sagen, lassen wir das fürs Erste. Erstmal gehen wir zur Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine, die Mom für Dad besorgt hat. Deine Entwicklung hatte ihn so in Beschlag genommen, er brauchte das Koffein. Mir war nicht bewusst, dass ich meine Existenz einer Bohne verdanke. Ja. Dann weißt du jetzt, wie sich Demut anfühlt. Hui. Licht. Hui. Okay, das gehört zur Erinnerung. Schauen wir uns das mal an. Sam? Was war das? Ein eidetischer Auslöser mit Bezug auf ihren Vater und die Teile meiner Speichermatrix, die er blockiert hat. Was hat ihn ausgelöst? Erlik hat ihn mit ihrem Fortschritt als Pathfinder gekoppelt, nicht mit einem Ort. Es mag verwirrend sein, aber meine Programmierung ist eindeutig. Wenn sie weitere dieser Auslöser finden, werden die Erinnerungen freigeschaltet. Mhm. Eine der Erinnerungen ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Da werde ich doch glatt machen. Mahlzeit. Dann ab zum Sam-Kern und gucken, was gute Sam uns so erzählt. So. Ryder, die Blockierungen, die Ihr Vater in meine Matrix eingebaut hat, öffnen sich. Ich kann jetzt spezifische Erinnerungen abspielen, von denen Alec wollte, dass Sie sie sehen. Moment. Ich kann seine Erinnerungen tatsächlich sehen? Ja. Sie erleben sie über Ihr Implantat. Okay. Jeder Tag bringt was Neues. Ich muss, ist das was gefährlich? Komm, spiel ab. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, als ihr Vater auf der Citadel stationiert war. Alec, Ihre Empfehlung wird abgelehnt werden. Künstliche Intelligenz? Unsere beste Option. Wenn der Rat davon erfährt, wird das Ansehen der Menschheit nachhaltig geschädigt. Sie wollen zu viel. Botschafterin Goyle, ich bin der Militärattaché auf der Citadel. Ich muss der Erde einen Vorteil verschaffen. Und KI ist Ihre Antwort? Wir müssen aufholen. Die Asari, die Salarianer, sie sind uns Jahrhunderte voraus. Aber das ist illegal. Nach deren Regeln. Weshalb der Erde einen Vorteil verweigern? Wie sieht dieser Vorteil aus? Freiheit. Wir sind Gefangene unserer fünf Sinne. Es gibt eine Realität, die wir nicht wahrnehmen können. Aber KI schon. Wie? Indem wir unsere Fähigkeiten verbessern und neue hinzufügen. Aber trotz all dem haben die Geth revoltiert. Weil sie von ihren Schöpfern getrennt waren. Wir würden KI und Menschen direkt verbinden, damit sie die Welt gemeinsam erleben. Kein Schöpfer, also auch keine Revolte. Tut mir leid, Alec. Das ist zu riskant. Ich schätze Sie, aber Ihre Anfrage ist abgelehnt. Alec? Alan, was hat der Arzt gesagt? Dass ich die Zeit genießen soll, die mir noch bleibt. Es gibt keine Heilung, Alec. Ich sterbe. Nicht solange ich lebe. Wow. Mom wieder zu hören. Ich wusste nicht, dass Dad es so herausgefunden hat. Alec war ein sturer Mann. Ja, das Leben der Mutter stand aber auf dem Spiel. Wahrscheinlich war das der Grund, warum er unbedingt so eine KI haben möchte und da ein bisschen drauf loslegen wollte, sage ich jetzt mal. Zum Glück. Moms Leben war es wert, dafür zu kämpfen. Anscheinend ist dieser Eigensinn auch auf mich übergegangen. Niemand wollte zuhören. Die Vorstellung von dir hat den Leuten zu viel Angst gemacht. Danach hat Dad uns zur Erde zurückgebracht, um sich um Mom zu kümmern. Warum wollte er wohl, dass ich das sehe? Vielleicht war das der Anfang. Wovon? Unbekannt. Private Audiologs sind jetzt im Quartier ihres Vaters verfügbar. Hm. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Okay. Gucken wir erstmal, wie es dem Bruder geht. Weißt du Näheres über Scotts Zustand? Ich überwache Dr. Carlyles Berichte. Er versorgt Scott so gut wie möglich. Mehr lässt sich im Moment leider nicht unternehmen. Na gut, immerhin, ja, geht so gut.
Ich würde mal jetzt mal sagen, wir gehen jetzt ins Quartier vom Vater. Natürlich. Und gucken erstmal, ob wir da noch was reißen können. Ich finde das jetzt momentan sehr interessant. Ich weiß, kann jetzt sein, dass das eine oder andere jetzt für euch ein bisschen langweilt. Aber in dem Punkt will ich das schon wissen. Ellens Krankheit, da haben wir es doch. Erstaunlich, wie sich das Leben in einem einzigen Augenblick ändern kann. Plötzlich spielt meine Karriere keine Rolle mehr. Diese großartige Frau, mit der ich so viele Jahre verheiratet war. Ihr Ende naht. Ich denke immer nur an die Zeiten, als ich nicht für sie da war. Aber das wird sich ändern. Ich habe so das Gefühl, dass Sam mehr sein könnte, als ich mir je vorgestellt habe. Oh, schon cool. Die anderen Loks sind aber noch gesperrt. Was hast du denn da hier stehen? Ich bin Dr. Liara Tassoni und ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, die alten Proteaner zu studieren. Wie jedermann weiß, waren die Proteaner eine Hochkultur, die vor etwa 50.000 Jahren in der Milchstraße gedieh und dann verschwand. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2182, bleibt ihre Kultur ein Geheimnis. Ich habe im Verlauf meiner Studien einige Techniken zur Analyse beliebiger alter Kulturen entwickelt. Ich hoffe, die wissenschaftliche Gemeinschaft kann daraus Nutzen ziehen. Hm. Schon interessant, aber haben wir jetzt hier nichts mehr? Was wir jetzt noch irgendwie reißen können? Was ist das denn? Bei der Erforschung eines ausgestorbenen Volkes besteht das offensichtlichste Problem darin, dass es keine beobachtbare Population gibt. Daraus ergibt sich die Frage, wann eine Spezies wirklich ausgestorben ist. Die Proteaner waren in der ganzen Galaxie zu Hause. Es dauerte Jahrhunderte zu bestätigen, dass sämtliche Vertreter der Spezies ausgestorben waren. Es ist zwar möglich, dass eines Tages in irgendeiner versteckten Ecke der Galaxie noch lebende Proteaner gefunden werden, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist statistisch betrachtet nicht relevant. Okay, also ganz hilfreich war es jetzt für mich nicht. Wie gesagt, ich hatte jetzt noch ein bisschen gehofft, noch ein paar Erinnerungen noch hier freizuschalten. Ich glaube, hier ist rote Hose. Ja, ich habe eigentlich keinen Bock jetzt mit ihr zu quaken, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja gut, ich würde mal einfach mal sagen, wir machen jetzt einfach mal die Hauptquest weiter. Nämlich die hier. Und ja, schauen, dass wir dann langsam auf den Planeten kommen. Und vielleicht auch die Leiche finden. Und gucken, wie es dann weiter unten ist, weil schließlich muss dieser Planet kolonisiert werden. Ja, und dann schauen wir einfach mal. So, einmal bitte aufs Schiff. Mache ich noch ein paar kleine Vorbereitungen. Dann denke ich mal, werde ich mal einfach gleich cutten und dann gehen wir mal ganz gechillt, ganz gediegen in der nächsten Folge auf diesem Planeten, würde ich mal jetzt so behaupten. Warum auch immer jetzt das ist. Bin ich jetzt wieder hier falsch getuddelt? Awesome-mäßig geil, wie das hier manchmal echt verwirrend ist. Hol, warte. Warte mal. Warte, was? War doch was? Soll mit dem quaken? Mission? Pathfinder, ich bin Nigel McCoy, frisch aus dem Kälteschlaf. Willkommen in Andromeda, Nigel. Danke. Allerdings, mein kleiner Bruder Dash war auf der Nexus. Nun habe ich erfahren, dass er starb, als er auf Eos seine Siedlung errichten wollte. Oh, ja, tut mir schon leid, ne? Das ist schrecklich. Mein Beileid, Nigel. Ja. Wir wollten hier draußen gemeinsam Familien gründen. Ich habe einen Anhänger, den unser Vater getragen hat. Dash hatte genauso einen. Würden Sie sie wieder zusammenbringen? Klar. Natürlich. Klar. Er hat in seinem digitalen Tagebuch einen Ort auf Eos erwähnt, wo er immer nachgedacht hat. Wenn Sie den Anhänger dorthin bringen könnten,
Ja, Mama. Mama. Aber Herrgott nochmal. Moment, Logbuch. Ja. Wieso? Muss ich jetzt wieder dahin? Kann ich das? Nö. Okay, ich war am falschen Punkt oder was? Oder wie? Oder wo? Oder wer? Oh. Was geht? Mal sehen, was uns Tan gegeben hat. Es soll was Besonderes sein. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Da ist der Papa jetzt aufs Schiff gespannt. Tempest. Ja, Hallöchen. Nettes Ding. Sehen wir sie uns mal genauer an. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Sie sind also diejenige, die hier das Sagen hat. Vetra. Vetra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Wieso was los? Weshalb die Eile? Ich will einfach nicht noch mehr Zeit vergeuden. Moment mal. Sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Ich war's nicht. Was auch immer passiert ist, ich war's nicht. Ehrlich. Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Sie sind mit Ihrer Familie hier, oder? Und Ihr Sohn ist noch in Stase? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell, aber er fehlt mir. Ich weiß, ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. Nicht übel. Sie ist ja gut drauf. Gefällt mir. Beeindruckend. Das gehört zum Job, Pathfinder. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Garrus fand ich cool. Endlich jemand, der cool. Wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. Finde ich awesome, mega geil. ja, ich sag ja, Garrus mochte ich. Aber die ist cool. So, wenn es jetzt im Schiff einfach nur ist, dann speichere ich jetzt ab und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Aber vielleicht gucken wir, ob noch eine kleine, coole Cutscene noch auftaucht. Ich weiß, Mass Effect Andromeda hatte keinen guten Start, aber das gefällt mir jetzt schon. Der neueste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung. Und eine Asari. Und natürlich die Crew. Sie sind die Besten ihres Fachs. Schön, dass es Ihnen so gut geht, Sarah. Schön, dass es dir gut geht. Kann es sein, dass Sie nur Ihr Weiber sind? Wo sind die Kerle? Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Aber es läuft verdammt viel ruhiger. Oh, ein Kerl. Das ist Gil Brody. Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt. Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder, natürlich. Suvi Anwar, unsere Wissenschaftsoffizierin. Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist Ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse.
Das wird ein Abenteuer. Uns steht wirklich etwas Großes bevor, nicht wahr? Das Beste haben Sie noch gar nicht gesehen. Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir startklar sind. Okay, liebe Freunde, ich würde mal denken, in der nächsten Folge... Ich sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Gleich, Hase. Also, ich denke mal, in der nächsten Folge gucken wir uns ganz in Ruhe die Brücke an. Brücke, jetzt laber ich die Olle noch hinterher. Ich meine, das Schiff an, ganz in Ruhe, ganz gediegen. Von mir aus dauert es auch nur eine Folge, ist mir das scheißegal. Ich will erstmal alle Geheimnisse von diesem geilen Schiff wissen. Das habe ich auch immer so bei Mass Effect gemacht. Oh, jetzt habe ich Mikrofon angeschlossen. Ich hoffe, Andromeda, hallo, Mass Effect 1 und 3, erstmal zurück. Wenn ich auf der Normandy war, dann habe ich erstmal auch alles erkundigt. Es hat aber bestimmt auch schon eine halbe Stunde gedauert, so intensiv habe ich alles durchgesucht. Vielleicht übertrieben gesagt, aber so in der Richtung. Und das will ich jetzt auch tun, weil vom Design kann jetzt sein, dass ich damit jetzt die Gefühle der Mass Effect 1 bis 3 Fans total verletze, aber vom Design her gefällt mir dieses Schiff auf jeden Fall besser als die Normandy. Der erste Eindruck war bei der Normandy, sag ich, oder der erste Eindruck vom Schiff, dass die Normandy besser aushalten kann, aber gucken wir mal. Auf jeden Fall, wie gesagt, in der nächsten Folge kümmere ich mich darum. Wem es gefallen hat und das geil findet, kann auch gern einen Kommentar hinterlassen oder auch gern ein Däumchen. Das wäre super geil. Damit unterstützt man mich wirklich ganz gut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Mass Effect Andromeda bei eurem Alpha Chief. Ciao, ciao.